Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Super Mario Bros. 3, meine Damen und Herren, mit Autoscrollern, toll. Im Himmel, mit ohne Ende verfickten Bottomless Pits und dem ersten verfickten Tod nach wie viel Sekunden? Keine Ahnung, 5, 10, 15, irgendwie sowas um den Dreh. Sehr schön. Ich werde dafür jetzt einfach mal eine Power abnehmen, weil so ein bisschen, weißt du, hatten wir ja sowieso uns drüber unterhalten und damit meine ich mich allein, ob wir das wohl mal tun sollten. Wobei... es gibt jetzt bestimmt Leute, die dann sagen, oh, du Loser, wie kannst du nur überhaupt diese Power-Ups nutzen? Ich schaffe das Spiel blind, also damit meine ich jetzt mit zugebundenen Augen, ohne Power-Ups, ohne einen einzigen Hit. Diese Leute gibt es, ich meine, die gibt es wirklich. Allerdings, nein, wir werden das gar nicht erst versuchen. Weil ich meine, wir wissen alle, wie sehr das hier, klar, Notenblöcke, wie sehr das schief gehen würde. Ich sollte vielleicht ein kleines bisschen warten, dass der Bildschirm so ein kleines bisschen nachgescrollt ist. Das wäre vielleicht... aus meiner Sicht nicht ganz so unklug, ne? Ja, das irgendwie, mir schwant, das wäre so. Was passiert jetzt? Irgendwie, warte mal, hier ist bestimmt irgendwo ein P-Switch. Irgendwo ist hier bestimmt ein P-Switch, den ich jetzt aber nicht mehr kriegen werde. So viel zum Thema, ich lasse den Bildschirm mal nachscrollen. Und jetzt stehe ich da und habe auf einmal Panik, weil ich zu langsam bin. Das ist schön. So funktioniert mein Leben. Warte mal, da sollte ich vielleicht reingehen, ne? Vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken, zumindest das zu tun. Ja, wie schön. Schaffe ich aber bestimmt meinen vollen P-Dings nicht mehr, ne? Doch, ah, hör mal, 50 Leben, das ist ja unglaublich. Ich glaube nicht, dass ich im Rahmen des ersten Playthroughs jemals überhaupt so viele hatte, wenn ich jetzt schätzen müsste. Nein, das wird nicht der Fall gewesen sein. Aber gut, auf der anderen Seite, wen interessiert das, Alter? Hier ist jetzt bestimmt eine Tanuki-Suit drin. Wenn ich jetzt raten müsste, ist hier eine Tanuki-Suit drin. Aber ich muss nicht raten, deswegen nehmen wir einfach mal eine Fireflower. Von mir aus nehme ich auch gerne. Bin ich auch mit zufrieden, also ist überhaupt kein Thema, Alter. So, hier, jetzt hauen wir einen raus. Pass auf. Jetzt hauen wir einen raus. Oh, kein Autoscroller. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich und zufrieden. Kann man hier wohl unten drunter durchfallen? Hier kann man bestimmt unten drunter durchfallen, wenn man irgendwie diese Blöcke da kaputt macht. Aber das macht irgendwie auch nicht viel Sinn, weil dann bin ich ja quasi... Nee, das wird nicht allzu viel Sinn machen. Hier kann ich, glaube ich, rein, ja. Aus irgendeinem Grund habe ich mir ausgerechnet diese eine Röhre gemerkt. Und dann fallen wir aus dem Himmel raus und sind hier unten. Keine Ahnung, warum ich mir ausgerechnet die eine Röhre gemerkt habe. Nachdem ich so viele verfickte Geheimgänge sehr wahrscheinlich schon übersprungen habe. Alter. Wahrscheinlich so ziemlich jeden Einzelnen. Aber gut, auf der anderen Seite. Ich meine, es gehört ja auch zum Bildungsauftrag dazu, die Leute sich manchmal ein bisschen selbst bilden zu lassen. Dass man dann den Leuten es zugesteht, diese Geheimgänge selbst zu finden. Weißt du, das ist jetzt die Strategie dahinter. Ist das sehr glaubwürdig? Ich denke schon, natürlich. Ja, wenn dann die alle so traurig wären. Also jetzt Schloss, ja. Ich habe das Gefühl... dass ich für diese letzten vier Level jetzt sehr wahrscheinlich länger brauchen werde als... Ach, Moment, das Schloss ist besonders, weil das ist ein ganz, ganz besonderes Schloss. Dass ich für diese letzten vier Level jetzt mehr Zeit brauchen werde als für die komplette Welt davor. Aber das macht gar nichts. Wobei, so viel mehr als vier Level waren das jetzt auch nicht, oder? Also davor meine ich... Ich hoffe jetzt schon beinahe, dass ich sterbe, weil dann könnte ich hier nämlich eine Sache zeigen, die wir als Kind immer gemacht haben, die für mich sehr besonders ist. Ich weiß nicht so ganz, warum hier Lava-Dinger von der Decke fallen, so rein physisch, aber... Okay, wir nehmen das so mit. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss hier ein Power-Up sein. Okay, ich werde sehr wahrscheinlich sterben. Das würde ich jetzt tatsächlich so mitnehmen, aber... ich werde jetzt auch nicht absichtlich. Also wir werden jetzt Boom Boom schon seriös versuchen. Ansonsten... Also wir haben diese Welt hier früher aus irgendeinem Grund. Ist das, soweit ich weiß, vielleicht sogar die einzige Burg. Aber es ist auf jeden Fall eine Burg, in der man einen P-Wing nutzen kann. Da kann ich da oben, wo diese rote Decke war, wo die Lava-Bälle da auch rausgefallen sind... Aus irgendeinem Grund kann man da drüber fliegen, sodass einem in diesem Level nichts treffen kann. Das haben wir damals als Kind immer gemacht. Das war so, das ist das eine Level, das ich ganz, ganz bestimmt mit diesen P-Wings da verbinde. Und noch später eins in der obligatorischen Eiswelt. Da ist auch noch eins drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier jetzt ziemlich auf die Fresse fallen werde. An das Level kann ich mich erinnern, glaube ich, aus dem ersten Playthrough. Ja. Der wirft ganz schön schnell, oder? Also für so einen Lakitu? Also normalerweise werfen die ja wohl ein kleines bisschen langsamer, glaube ich. Ich dachte jetzt gerade, der läuft auf meinen Platz. Ich sollte das hier vielleicht mal eben machen, bevor ich das übersehe und vergesse. Und für den Fall, dass ich eventuell so ein oder andere extra Leben nach diesem Level brauchen könnte, eventuell auch. Jetzt kommt wieder die Blume. Nein, kommt, hör mal. Das ist ja fantastisch. Das ist immer... Jetzt kommen wahrscheinlich wieder die Leute, die nach den Schnitten für die Safe States suchen. Nein. Wir machen das hier echt, Alter. Wir machen das seriös und echt und den ganzen guten Scheiß. Abgesehen von diesem Level, da war ein Power-Up drin, ne? Da war ein Power-Up drin und zwar hier. Doch, ich wollte sagen, hier war ja wohl ein Power-Up drin. Entschuldige mal, bitte. Manchmal hat man dann wirklich so das Gefühl, man ist jetzt einfach senil. Ich meine, ist man in meinem Alter automatisch immer. Das gehört dazu. Da muss man so akzeptieren.
Geh davon aus, dass hier vielleicht auch was drin ist, was mir gefallen könnte. Womöglich. Des Weiteren hat das natürlich jetzt... Ich könnte natürlich jetzt... Den Lakitu... Du Arschloch. Du Dummes. Kommt der jetzt wieder oder bleibt der tot? Der kommt bestimmt nochmal irgendwann wieder, oder? Der... Das war das Level. Das hat man sehr... Okay, das ist jetzt die einzige Herausforderung in diesem Level besteht scheinbar aus diesem Lakitu. Es geht dann ja eigentlich noch, ne? Also, ich meine, dann darf der auch so schnell werfen. Dann erlaube ich dem das mal ausnahmsweise. Danke. Ich könnte jetzt mal eben so ein Ding raussuchen, ne? So eine Karte da. Warte mal. Okay, also, wenn ich das richtig verstehe. Es gibt 8 verschiedene Bretter. Ich versuche das jetzt, ohne mir das groß durchgelesen zu haben, aber... Im Grunde genommen... Folgendes. Es sind 8 verschiedene Layouts, ja? Die haben zum Beispiel... Die unteren 3 sind immer dieselben. Das sind, wenn ich das hier richtig sehe, immer... Pilz, Blume, Stern. Also das ist immer dasselbe. Und im Grunde genommen kann man diese Sachen normalerweise erkennen, indem man zum Beispiel zuallererst das hier aufdeckt. Das sind 20 Münzen. Das heißt, dass es nur im Grunde genommen ein bestimmtes Brett sein kann. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich das hier alles richtig sehe. Nee, es könnten 2 sein. Das heißt, wir decken das daneben auf. Wenn das jetzt eine Blume ist, ist es ein bestimmtes. Und wenn es ein Pilz ist, ist es auch ein bestimmtes. Es ist eine Blume. Damit weiß ich zum Beispiel, es ist jetzt ein ganz... Ich habe jetzt hier so eine Karte, die könnte man, wenn man das googelt, Super Mario Bros. 3 Card Memory Game oder so, dann findet man das. Das waren jetzt 20 Münzen und eine Blume. Das heißt, ich weiß genau, dass zum Beispiel hier müsste jetzt ein Pilz sein. Das ist korrekt. Der andere Pilz müsste hier sein. Ebenso korrekt. So, und so kann man das dann jetzt lösen. Da müsste hier eine Blume sein. Auch korrekt. Hier war auch eine Blume, wenn mich alles täuscht. Ist auch korrekt. Hier waren die 20 Münzen. Die anderen 20 Münzen sind hier. Und des Weiteren haben wir hier 10 Münzen. Des Weiteren haben wir dann hier nochmal 10 Münzen, wenn ich jetzt nicht verrutscht bin. Dann ist hier ein Stern. Und der andere Stern ist hier. Dann ist hier, müsste ein One-Up sein. Das andere One-Up ist hier. Hier ist noch eine Fireflower. Hier ist noch eine Fireflower. Hier ist ein Pilz. Hier ist ein Pilz. Und hier ist ein Stern. Und hier ist ein Stern. Also das ist tatsächlich eine Strategie, die man nutzen kann. Und das funktioniert so. Dadurch, dass das nur 8 verschiedene Möglichkeiten sind, die sind nicht komplett random. Man kriegt nur eine von 8 Möglichkeiten. So funktioniert das. Also man nimmt immer das obere da in der Mitte, das dritte von rechts, ne, links, was ich jetzt genommen habe, und dann, je nachdem, was das ist, muss man dann ein nächstes nehmen und weiß dann Bescheid. Also das kann man mit 3 Moves machen und dann kann man mit den letzten beiden Moves das Brett dann jedes Mal leerräumen. Das ist, glaube ich, so mit eines der schwersten Level. Das schwerste auf jeden Fall dieser Welt. Also so funktioniert das auf jeden Fall. Haben wir das ja auch nochmal gezeigt. Also das kann man so ein bisschen exploiten, wenn man das im Kopf hat und weiß. Es gibt mit Sicherheit Leute, die diese 8 Bretter da komplett auswendig wissen. Ich für meinen Teil weiß das nicht, aber ist auch egal. Wir haben es ja jetzt Gott sei Dank so gezeigt. Also, alles cool quasi. Das ist, ich warte drauf. Hier kommen nämlich gleich noch diese scheiß Bomben da. Ja. Das ist eines der schlimmsten Level im Spiel, meiner Meinung nach. Ich kann mich distinkt dran erinnern, hier teilweise sehr, sehr viele Versuche für gebraucht zu haben, weil diese Bomben einen dermaßen overscrewen, Alter. Ja. Mach du mal dein Ding da. Ist okay. Ich werde mich jetzt einfach mit dem Teil da mal versuchen, nicht anzulegen. Ich werde mich mit dem Teil da... Oh, First Try. Das ist ja fantastisch, hör mal. Und nein, das war vorhin kein Safe State. Ich habe dieses Memory-Spiel nicht mehrere Male gespielt, nur um das hier für First Try zu schaffen, Alter. Ganz so wichtig ist mir das dann auch nicht, Alter. Aber hör mal, 60 Leben. Das ist ja, wer hätte damit gerechnet? Werden wir die 99 knacken? Ist unwahrscheinlich, glaube ich. Ich überlege jetzt, ob ich für den extra einen Power-Up nehme, aber wahrscheinlich sterbe ich jetzt hier. Ne, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, wenn du jetzt einfach normal hier runtergesprungen kommst. Nein, mein schönes Power-Up. Ich habe mich so gefreut, dass ich eins hatte für das Schiff und so. Und jetzt habe ich keins und alles ist schrecklich. Aber vielleicht ist hier eins drin. Pass auf. Wir haben jetzt einmal Glück. Aber das ist auch eine Sache. Nee, wir haben kein Glück. Ist übrigens eine coole Sache bei den Hammer Bros. Ich mag die natürlich überhaupt gar nicht. Für den Fall, dass es irgendwer falsch verstanden hat, absichtlich. Aber das Coole daran ist halt, dass man... Alles voll? Ich nutze mal lieber irgendwas. Ja, bevor wir irgendwie da... Ja, besser ist das, glaube ich. Schöner Vogel. Dass wir, obwohl die natürlich ziemlich uncool sind, ich meine, wir kriegen aber jedes Mal eine Belohnung. Das heißt, man hat eine absolute Motivation, das zu machen. Einige davon für die Flöte muss man ja sogar schaffen. Und so. Und, das ist, also, so als Belohnung dann ein Item zu kriegen, dann hat man wenigstens einen Grund dafür, die zu tun. Obwohl man, also, früher als Kind habe ich die, glaube ich, häufig auch vermieden. Aber, gut, Sonderlich angenehm sind sie nicht, aber dafür kriegen wir lustige Goodies. Das ist dann, im Grunde genommen, weißt du, es gibt Schlimmeres. Es gibt mit Sicherheit Schlimmeres, wie zum Beispiel die Hammer Bros in Super Mario Bros. 1. Das sind verdammte Arschlöcher. Die sind aber auch deutlich schwerer als die hier. Ich meine, die hier gehen ja noch. Das ist ja, also von der Schwierigkeit her, dadurch, dass man da drunter springen kann und so und nicht zwischen die Hämmer laufen muss, wie in Super Mario Bros. 1, ist das normalerweise relativ erträglich, glaube ich. Also,
Für mich persönlich. Aber das liegt auch mit Sicherheit mit daran, dass ich diese Spiele deutlich mehr gewöhnt bin und deutlich öfter gespielt habe als Super Mario Bros. 1. Also, nein. Nee, ist nicht cool. Nee, ist nicht cool. Jetzt stehe ich hier und wollte gerade sagen, und werde noch zweimal getroffen und sterbe. Das ist genau mein Stil. Das Schlimme ist, ich kriege vor dem Boss ja wahrscheinlich kein verficktes Power-Up mehr. Das heißt, toll. Entweder ich schaffe das jetzt, First Try. Was, wie wahrscheinlich das ist, können wir uns alle quasi ausdenken. Ich glaube, in irgendeinem von den Leveln ist hier ein Block versteckt, aber keine Ahnung. Oder der kann theoretisch auch nach unten in die Welt fliegen. Das heißt, ich müsste dann wieder nach unten. Oh, bitte, bitte tu mir den Gefallen und mach mich nicht schwach. Nein! Der fliegt jetzt nach unten, ne? Der fliegt jetzt nach. Jetzt muss ich. Wenn ich Pech habe. Und der hin und her. Jetzt muss ich dieses komplette Level rückwärts machen. Ich muss jetzt dieses Level rückwärts machen. Oder ist das. Nee, das reicht. Aber ich glaube, wenn der jetzt wieder nach oben fliegt, muss ich den kompletten Turm nochmal hochklettern. Das ist kein Scheiß. Ich müsste den kompletten Turm nochmal hochklettern. Wenn der jetzt. Wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe. Und er dann wieder nach oben fliegt. Dann muss ich. Also, das eine Level da. Dieser Turm nach oben und so. Das müsste man tatsächlich nochmal spielen. Warum hat mich das jetzt bitte getroffen? Ich stand auf dem. Jetzt, aber jetzt ist aber mal gut hier, Alter. Jetzt wird's aber hier gemein, Alter. Game Design. Ach, ey. Selbst in dem Spiel. Nein, Quatsch. Nein. Ach, Junge. Junge, stell dich nicht so an. Das wäre fürchterlich nett. Von mir, für mich und so. Also mache ich das genaue Gegenteil. Wie immer. Das, was ich am besten kann. Scheitern. Man könnte mir quasi selbst einen eigenen Scheiterhaufen bauen. Das wäre fantastisch. Ich wäre fürchterlich dankbar dafür. Also, falls irgendwelche professionellen Scheiterhaufen. Bauerzug, das gibt's doch gar nicht. Ich werde das nochmal machen müssen und dann muss ich dieses scheiß Level da nochmal spielen und ich habe keine Lust, das Level nochmal zu spielen. Toll, danke! Oder ich schaff das jetzt. Das Ding ist, dadurch, dass jetzt was auf dem Spiel steht, nämlich dass ich ganz viel normal machen muss, ist man dann automatisch nervöser. Das Ding ist, der springt zweimal, da muss man ein bisschen drauf aufpassen und das macht er jedes Mal, wenn man. Wenn der jetzt nach oben fliegt, ne? Gott sei Dank. Ist jetzt die. Am besten. Scheiß drauf, ich nutze jetzt weiterhin Power-Ups. Ich will das. Das ist jetzt wahrscheinlich dann. Das ist wahrscheinlich. Vielleicht. Also bisher auf jeden Fall die größte Fail-Episode, meine ich, in diesem Playthrough. Nehme ich jetzt. Na komm, lieber den hier zusätzlich unten Stern, damit der auch weg ist. Ist mir scheißegal. Wir brauchen sowieso Platz. Von daher, es ist alles Absicht. Ich will nur ein bisschen aufräumen. Alles easy, Alter. So viel zu dem Thema. So viel zum Thema, was bringen die Sterne auf diesen Schiffen? Exakt gar nichts. Absolutely fucking nothing. So, Mr. AVGN, Alter. Der beste Mann. Der Großvater des YouTubes quasi. Für mich persönlich zumindest. Das ist nicht der erste Let's Player, den ich damals geguckt habe, war, glaube ich, H.C. Bailey, Alter. Ja, was heißt, glaube ich? Ja, das war H.C. Bailey. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe. Das erste Let's Play, das ich jemals geguckt habe, habe ich nur deswegen geguckt, weil ich angefangen habe, die Final Fantasy Spiele, die originalen Final Fantasy Spiele durchzuspielen. Hab die natürlich nicht besessen, also beziehungsweise hatte natürlich nur keinen japanischen NES da stehen und musste deswegen auf den Emulator zurückgreifen. Und die ersten beiden Spiele haben normal funktioniert. Ich habe die NES-Version gespielt, nicht das Remake. Und jetzt bin ich hier komplett ohne hier durchgekommen. Und warum würde ich da jetzt reinspringen? Warum würde ich es mir selbst so schwer machen? Ist egal. Springen. So. Final Fantasy 3 aber aus irgendeinem Grund ist jedes Mal hängen geblieben. An derselben Stelle. Sodass ich im Grunde genommen das Spiel nicht zu Ende spielen konnte, was dann dazu geführt hat, dass ich danach gesucht habe, wie irgendwer anderes das Spiel gespielt hat. Ich kannte den Begriff Let's Play damals noch nicht, weil es gab ja bei jedem eine Zeit, logischerweise, an dem man diesen Begriff nicht kannte. Und so bin ich dazu gekommen. Also H.C. Bailey, der Großmeister der verfickten RPGs, Alter. Guter Mann. Lange Zeit der Einzige gewesen, auch den ich geguckt habe. Mittlerweile. Na, gucke ich den eher seltener, dafür dann so ein paar andere freundliche Herrschaften. Aber das ist die Geschichte, der coole Bart übrigens. Das war immer einer meiner Lieblingskönige, wegen dem wunderschönen Accessoire in seinem Gesicht. Also, cool Story, bruh. Alter, würde ich mal sagen. Greetings, be careful in the ice world. The creatures trapped in the ice will come to life if warmed. I have enclosed a jewel that helps you protect you. Ja, schön auch. Also, das ist jetzt ein wunderschöner Tipp von Prinzessin und so weiter. Prinzessin Sparkly Pants, vielleicht auch so ein kleines bisschen. Wir gehen mal hier durchgucken. Ich glaube, das führt nur zum Checkpoint. Aber wir können tatsächlich in diesem Level, in dieser Welt, also da war jetzt Scheine, das geblockt habe, falls das jetzt ein kleines bisschen zu schnell ging. Wir können in dieser Welt, und das finde ich ein sehr, sehr cooles Feature, tatsächlich Eisblöcke auftauen und so. Sehr cool, aber da kommen wir dann noch zu im nächsten Video. Ja, yeah, meine Damen und Herren, bis dahin. Like beim Kaputtkloppen und so weiter.
und so weiter und so fort. Vielen lieben Dank, dass du da warst und offiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.